Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Zensur Nein Danke mit einer weiteren Folge von Nachgehakt bei, in diesem Fall bei Raik Gawe. Herzlich willkommen, lieber Raik Gawe. Lieber Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe dich eingeladen, weil ich heute einfach mal über das ganzheitliche Bewusstseinszeitalter mit dir sprechen möchte. So möchte ich auch das Thema quasi vorschlagen, in dieser Richtung zu schwingen. Und ja, das möchte ich mit dir halt gerne besprechen. Meine erste Frage wäre jetzt in diesem Bezug tatsächlich mal, was sind denn die typischen Merkmale des heutigen Herrschafts- und Kontrollsystems? Ja, also wir können ja vielleicht nochmal, bevor wir konkret auf diese Frage eingehen, nochmal so eine kleine Einleitung machen, um überhaupt das Thema erstmal so ein bisschen greifbarer zu machen. Wir merken ja alle, dass die Gesellschaft momentan in ihren Grundfesten erschüttert wird und es ist eine dermaßen hohe Dynamik der Veränderung gerade zu spüren, sodass viele Menschen gar nicht mehr wissen, wo, an was sie sich noch orientieren sollen, ja. Gerade ist die Pandemie mehr oder weniger aus den Medien verschwunden. Schon läuft dann die nächste große Aktion, wo alle sich jetzt hinwenden müssen mit ihrem Bewusstsein und Aufmerksamkeit, sprich also diese Konfliktsituation, als ob es die davor nicht gegeben hätte. Einmal ist sie da, so ganz plötzlich. Und natürlich ist auch wieder klar, wer die Guten, wer die Bösen sind. So wird sie zumindest medial getragen oder verbreitet. Und wenn wir diese Ereignisse sehen im Außen, ja, dann können wir natürlich genauso, wie es gewünscht wird, darauf reagieren, wie die meisten. Also wirklich so, auf die Knöpfe werden gedrückt. Das werden bestimmte Muster, die in den Menschen schon vorhanden sind, getriggert. Und dann haben sie entweder Angst oder sagen, ja, der ist böse und der ist ganz schlecht oder der ist ganz gut und bla bla bla. Wir können dieses Spiel ewig weitertreiben, ja, dann kommt vielleicht noch irgendwas anderes danach. Aber ich meine, wir sollten vielleicht erstmal uns bewusst machen. Und deswegen reden wir von einem Bewusstseinszeitalter, weil diese Chance ist ja auch im Raum. Wie wir uns von diesen Mustern lösen können, beziehungsweise was diese Muster überhaupt sind und wo das eigentliche, die eigentliche Ursache für die heutige Misere in der Welt liegt. Und ich kann jetzt schon sagen, man könnte jetzt alle Politiker auf einen Schlag von der Erde wegzaubern, so, und trotzdem würde das System, wie wir es derzeit noch haben, immer noch weiter funktionieren. Weil der wichtigste Satz, den ich gleich zu Beginn sagen möchte, lautet nämlich, und das muss man erstmal wirklich tief verstehen. Wir müssen nicht aus dem System raus, weil viele sagen ja, ich mag das nicht mehr so, wie das hier läuft und so weiter und ich lehne es ab und ich, was weiß ich, wandere aus, mache mich irgendwie autark und so weiter. Aber das Problem ist nicht, dass wir aus diesem System raus müssen, sondern das System muss aus uns raus. Und das, was meine ich damit? Das System ist ein mehr oder weniger ein Gedankenkonstrukt, das wir in unserem Bewusstsein tragen. Und solange wir dieses nicht dort verändern und löschen oder was auch immer machen, wo es wirkt, nämlich in unserem Bewusstseinsraum, ist es egal, was im Außen ist. Es wird sich immer wieder auf ähnliche Art und Weise im Außen zeigen, weil wir das System verinnerlicht haben. Man könnte sogar sagen, dieses System ist so eine Art bewusstes Wesen. Im Russischen redet man von einem Egregor. Und wir nähren dieses Wesen täglich mit unseren Gedanken, weil wir in dieses System hineingeboren wurden, weil wir gewohnt sind, in diesem System zu denken, zu fühlen. Ja? Also diese vorgegebenen Gedanken, man könnte auch sagen, es ist eine bestimmte Weltsicht, ein bestimmtes Weltbild, durch das wir die Welt betrachten. Ja? Es ist wie so eine Wahrnehmungsbrille. Und dieses System ist in unseren Köpfen. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, dass dieses System eine Art von Gedankenvirus ist. Also sowas wie Matrix zum Beispiel? Ja, in gewisser Weise schon. Und mit Virus meine ich tatsächlich, Virus heißt ja übersetzt lateinisch Gift. Und dieses Gedankengift hat quasi das kollektive Bewusstseinsfeld der Menschheit infiziert, ja, und führt jetzt dazu, warum ist es ein Gift? Weil es dazu führt, dass die Menschen eine degenerative Lebensweise praktizieren. Sie zerstören sich selbst. Das kann man überall beobachten. Ja? Und das ist das Fatale. Und wenn wir dieses Gift in unseren Bewusstseinsraum nicht erkennen und dann stoppen, dann vernichtet sich die Menschheit auf diese Art und Weise. Und das ist das Gefährliche. Deswegen, was im Außen passiert, ist nur der Spiegel von dem, was in uns installiert ist. Kriege sind nur möglich, weil ein System in den Bewusstseinsräumen der Menschen verankert wurde, das die Menschen spaltet, das die Menschen gegeneinander ausspielt, gegeneinander aufhetzt und letztendlich, sage ich mal, als Werkzeuge für eine unsichtbare dritte Partei agieren lässt. Und das müssen wir erkennen. Da liegt unsere Macht, ja. Das ist wichtig erstmal, das ist das Allerwichtigste. Also wir bewegen uns in einem künstlich geschaffenen Informationsfeld. Manche reden auch davon,
dass dieses System so eine Art kinderfressendes Monster ist. Oh ja. Und das darf man wörtlich verstehen, weil dieses System infiziert im Grunde jede neue Generation. Jede junge Generation wird quasi mit diesen bestimmten Mustern, die auf die ich gleich viel genauer eingehen möchte, und sorgt dafür, dass eigentlich die Kinder ja geopfert werden in gewisser Weise. Also geistig vergiftet werden. Geistig vergiftet werden und letztendlich zu Sklaven abgerichtet werden. Sie werden in ihrer Genialität unterdrückt, sie werden, ich sag mal, in ihrer freien Willensäußerung gebrochen, rechtzeitig durch den Sozialisierungsprozess, durch Kindergarten, Krippe, Schule und so weiter, sodass sie am Ende eigentlich nur noch innerhalb des Systems eine Art von, ja, Rädchen sind, könnte man sagen. Arbeitsdrohne, ja, was Ja, man. eine Sklave, wenn man so möchte, ein unterwürfiger Sklave. Ich kann das vielleicht mal, ich habe hier so eine Abbildung, die würde ich gerne mal zeigen, damit es noch ein bisschen verständlicher wird, was eigentlich mit diesem System gemeint ist, weil das wirkt jetzt erstmal für viele sehr abstrakt. Aber ich will es sehr konkret halten, weil wenn wir das verstanden haben und da ansetzen, dann haben wir wirklich die Chance, in ein neues Bewusstseinsalter einzutreten, sonst nicht. Sonst wird es sich mit dieser gleichen Denkweise eigentlich nur immer wiederholen, was wir jetzt hier erleben dürfen, und das wird uns auf Dauer zerstören. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir Menschen, ich sage mal, vielleicht noch vor 300, 400 Jahren mehr oder weniger naturverbunden gelebt haben, man könnte sagen, in einer natürlichen Schöpfungsordnung, also viele Familienstämme vereint unter einem gemeinsamen Weltbild, ja, mit der Natur verbunden. Und dann hat sich im Laufe der letzten, sagen wir mal, 200 Jahre etwa, hat sich dann ein unsichtbares Herrschafts- und Kontrollsystem übergestülpt, also über diese natürliche Ordnung, die einfach uns inne sind. Also diese natürliche Ordnung gehört ja zu uns dazu. Wir werden geboren und normalerweise würden wir uns in der Natur aufhalten und wir würden mit der Natur im Einklang leben. Aber wir haben uns ja eine künstliche Welt erschaffen und dieses System ist mehr oder weniger ein hierarchisch strukturiertes, pyramidal aufgebautes System, was jetzt die Menschen zu ganz bestimmten, ja, man könnte sagen, Verhaltensmustern konditioniert. Und das kann man dann hier sehen. Die Menschen ausgehend, ich sage mal, von der Großfamilie, von der Mehrgenerationenfamilie, wurden durch dieses System nach und nach vereinzelt. Das heißt, hier haben wir noch die Kernfamilie und mittlerweile haben wir eine sehr hohe Scheidungsrate und auch immer mehr Alleinerziehende. Das heißt, die Menschen werden, hier sind sie noch in einem großen Familienverband mehr oder weniger geschützt. Es geht vor allen Dingen um die Kinder und hier sind sie sozusagen dem System schutzlos ausgeliefert. Und dieses System arbeitet natürlich nach gewissen Prinzipien, also teile und beherrsche, beziehungsweise teile, hetze gegeneinander und beherrsche. Und ganz wichtig, es versorgt die Menschen in diesem System nur mit der Information, die sie brauchen, um irgendwo in diesem System eine Funktion zu übernehmen, ein Spezialist zu sein, ein kleines Rädchen im großen Räderwerk. Das heißt, dieses klassische Need to Know haben wir hier. Und so baut sich hier ein System auf, was sich selbst verwaltet. Das heißt, die Macher des Systems, die brauchen gar nicht mehr da sein, die sind wahrscheinlich auch gar nicht mehr da, weil vielleicht kennt der eine oder andere Zuschauer die Anastasia-Bücher, wo es ja Ja. auch mal ein sehr interessantes Gespräch gab zwischen dem Autor Wladimir Maigret und dem Priester, also dem Großvater von der Anastasia. Und der ist ja einer der Priester, die auch diese Systeme erschaffen haben. Und er sagt an einer Stelle mal was ganz Wichtiges. Einmal diesen Satz: Wir haben ein kinderfressendes Monster erschaffen. Das war ein Satz, da habe ich lange drüber nachgedacht. Und dann hat er noch was gesagt, und wir haben die Kontrolle über dieses System verloren. Und da ist mir klar geworden, es ist egal, wer jetzt vermeintlich Herrscher spielt. Also die, die wir sehen oder auch die wir nicht sehen, haben nicht mehr die Kontrolle über das System, weil das System ist ein Selbstgänger, weil es in unseren Köpfen installiert ist. Und nur wir alle können es ändern. Es gibt jetzt niemanden, der hinkommen kann und dieses System einfach, sage ich mal, mit Kraft seiner Wassersuppe oder mit seinem Zauberstab einfach so verändert, sondern dadurch, dass wir es in unserem Bewusstseinsraum hegen, pflegen und auch weitergeben, wenn es uns nicht bewusst ist, also dieser Virus, dieser Gedankenvirus, nur wir können es ändern. Wir alle, jeder von uns, jeder Mensch, der heute lebt, primär in der westlichen Welt, weil da ist dieses System am stärksten ausgebildet, ist eigentlich in der Verantwortung, seine Lebensweise, wie er sie derzeit praktiziert und lebt, zu hinterfragen. Ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann jetzt mal konkreter auf diese, ja, Merkmale eingehen, damit es noch klarer wird, was eigentlich dieses System eigentlich ist. Ja, sehr gerne.
Also für mich ist es eine Art von künstlicher Matrix tatsächlich. Nennen wir es ruhig ein satanisches System. Also unsere gesamte Gesellschaft funktioniert so. Das ist nicht nur irgendwie so eine, wie manche meinen würden, so eine kleine Randgruppe, sondern dass die gesamte Gesellschaft, wie wir sie in der modernen westlichen Welt haben, ist letztendlich auf einer bestimmten Art von Kult aufgebaut worden, von Anfang an. Und ich habe jetzt hier so aus meiner Sicht die 13 wichtigsten Merkmale, die dieses System charakterisieren, also dieses Herrschafts- und Kontrollsystem, was sich aber uns als sehr fortschrittlich verkauft. Es ist aber nur die Fassade, die uns täuscht. Also der erste wichtige Punkt ist, dieses System nimmt uns Eigenverantwortung ab und es fördert Faulheit und Angepasstheit der Menschen. Also die Bequemlichkeit wird hier sehr gut bedient im Sinne von, du brauchst deinen Körper nicht benutzen, also sprich die Treppen zu laufen, du kannst eine Kümmer dich Rolltreppe um nehmen. nichts, wir machen alles Wir für machen dich. alles, du musst nur zahlen. So, Ja. ja. Und viele nehmen das auch gerne an, weil sie glauben, das ist Fortschritt, ja, wenn man jetzt für alles Experten hat, arbeitsteilige Wirtschaft und so weiter. Aber irgendwann merkst du, wie fatal das eigentlich ist, wie wenig du selber dann kannst. Gleichzeitig, weiterer wichtiger Punkt, wird hier in diesem System die Macht, aber auch das Wissen monopolisiert ist. Man könnte sagen, es ist zentralisiert. Wir haben jetzt nicht nur eine pyramidale Herrschaftsstruktur, sondern wir haben auch eine Wissenspyramide, die ist genau umgekehrt. Das heißt, diejenigen an der Spitze der Machtstruktur haben meistens ein sehr umfassendes Wissen und wissen auch, wie man Gesellschaftsprozesse steuert und lenkt. Und umgekehrt, die an der Basis, also die breite Bevölkerung, hat dieses Wissen nicht. Und wenn dann nur ganz fragmentarisch, ohne Zusammenhang. Und dadurch bist du im Grunde mehr oder weniger, ich sag mal, abhängig von denjenigen, die wissen, wie es geht. Es gibt nämlich noch ein anderes schönes Zitat, das man auch hier anbringen könnte. Und das lautet, jeder Mensch dient im Ausmaß seines Verstehens sich selbst und im Ausmaß seines Nichtverstehens anderen, die mehr verstehen. Und diejenigen, die mehr verstehen, das sind diejenigen, die wissen, wie eine Gesellschaft gelenkt wird, wie die Emotionen oder wie die Psychologie der Menschen funktioniert, also die Psychostruktur der Menschen, die ja sich in diesem System zeigt, und wie man damit umgehen kann. Und deswegen dieses Thema Eigenverantwortung, angepasstes Verhalten, Opportunismus, was auch immer, das ist ja schon Teil dieser Denkstruktur. Also, ich sag mal so, dann sind wir ja im Grunde genommen ein Produkt dieser Matrix sozusagen. Wir sind entsprechend so geformt worden, programmiert worden, verschiedene Verhaltens- und Denkmuster, die eben dazu geführt haben, dass wir unser Leben quasi nach der Matrix gerichtet haben. Ja, also Genau. du hattest vorhin ein schönes Bild gezeigt, das ich gerne auch natürlich einblende hier. Dann würde mich natürlich interessieren, wie wurden denn vorher diese Gesellschaftssysteme gesteuert? Ja, also ich meine, wie hat man das früher gemacht? Wenn ich kann mich daran erinnern, also noch vor 3 Generationen zum Beispiel hatte mein Urgroßvater 12 Kinder. Ja, wobei, ich meine, 12 Kinder, heutzutage ist es echt schwierig, 2 überhaupt finanziell zu unterhalten. Ja, aber da spielte das gar keine Rolle. Da waren Kinder der Garant dafür, dass man im Alter versorgt ist. Und ja, ich sag mal, war denn die Matrix von Anfang an da oder wie wurde das früher gemacht? Also wie wurden die Können wir gleich, können Gesellschaftssysteme wir, können wir gelegt? gleich, wie das gesteuert wird, nochmal genauer darauf ein. Ich würde nochmal diese Merkmale, dass man wirklich versteht, wodurch zeichnet sich dieses System. Ich habe ja erst die ersten zwei Merkmale. Ich würde gerne noch die anderen ausführen, damit es nochmal Sehr klarer wird. gerne. Und dann gucken wir uns an, wie dieses System tatsächlich funktioniert und welche Macht wir eigentlich haben, wenn wir uns dessen bewusst sind. Also wir waren ja jetzt kommt der dritte Punkt, die dieses System ja charakterisiert, und das ist der Punkt, es erschafft künstliche Abhängigkeiten. Allen voran durch das Geldsystem, klar. Also wenn man sich verschuldet bei jemandem, steht man in Abhängigkeit zu demjenigen. Ja, wenn man Kredit aufnimmt und dann damit sein Haus finanziert über die nächsten 20 Jahre, dann steht man entsprechend unter Druck, richtig wirtschaftlich finanzieller Druck. Und damit ist das Verhalten natürlich auch schon nicht mehr frei. Weiterer Punkt, das System verführt zu Egoismus und falschem Stolz. Also dieses typische Standesdenken, wenn ich einen Status habe, einen bestimmten Titel oder ein bestimmtes Einkommen oder bestimmte, ja, Wirtschaftsgüter, dann bin ich jemand. Ich definiere mich also über das, was ich habe, weniger über das, was ich bin. Also das Haben vor dem Sein, wenn man so möchte.
Aber das stimmt, das kann ich bestätigen, denn ich habe mich früher als etwas Besonderes, ja, also ich habe gedacht, ich wäre etwas Besonderes, weil ich einer Kaste angehörte, in Anführungszeichen der Juristerei sozusagen. Da, man kannte einander, man hat auch Tennis gespielt und sowas. Und man hat sich als etwas Besonderes gefühlt, ja. Was also grundlegend falsch ist, weil es entspricht nicht dem menschlichen Dasein eigentlich, Ganz ja. genau, ganz genau, ganz genau. Es ist das, was im nächsten Punkt aufgeführt wird. Das System lügt, heuchelt und schüchtert uns ein. Also es verkauft uns sozusagen eine Scheinwelt als Realität, was es aber de facto nicht ist. Und es bietet uns ständig immer mehr Sicherheit, wobei Sicherheit hier gleich Kontrolle ist. Das heißt, wir geben die Freiheit für vermeintliche Sicherheit auf, aber eigentlich geben wir die Freiheit für Kontrolle durch das System immer mehr auf. Und das ist vielen auch nicht klar. Weil es arbeitet mit einem weiteren Mechanismus, nämlich es erzeugt ständig Angst, es droht und es bestraft uns. Und zwar für Regeln, die das System selber aufgestellt hat. Und du wirst es ja auch wissen, wenn du Jura studiert hast. Im Grunde wird man immer irgendein vermeintliches Gesetz oder eine vermeintliche Verordnung irgendwo gerade missachten. Alleine, wenn man da ist. Irgendwo, durch irgendwas wird man immer irgendwo übertreten. Ja, und das ist so Das absurd. ist so, ja. Je mehr Regeln eine Gesellschaft braucht, desto verlogener ist sie eigentlich. Ja, so kann man es auch sagen. Auf jeden Fall. Also ich kann sagen, dass also auch in der Juristerei ja Spezialisierungen sind, ja, wo der eine dann nicht mehr die grundlegenden Geschichten weiß, ja. Und ja, das führt letztendlich dazu, dass die Gesetzesbücher immer dicker werden, immer undurchsichtiger. Und ich sag mal, du kannst möglicherweise ein Gesetz übertreten, nach deren Ansicht, ohne dass du davon Kenntnis genommen hast, ja, weil es irgendwo in den mittlerweile knapp 2000 Seiten Gesetzen drinsteht, ja. Es ist irre, es ist Und irre. das muss man sich erstmal bewusst machen, bevor wir über irgendwelche, sag ich mal, großen Weltereignisse sprechen. Da fängt es ja eigentlich an. Nächster Punkt: Das System zerstört die Vielfalt und erschafft einen künstlichen Mangel. Ja, es suggeriert uns zwar eine Vielfalt, es ist aber keine Vielfalt. Die Angebotsvielfalt ist auch eine Illusion. Wenn man sich zum Beispiel bei Nahrungsmittelbereich anschaut, es sind immer die gleichen Grundnahrungsmittel oder Grundbestandteile, was weiß ich, Soja, Mais, Raps, Getreide, Weizen. Und daraus kann man sehr viele verschiedene Produkte kreieren, wo wir alle glauben, wow, wir haben so eine Vielfalt, aber de facto haben wir keine Vielfalt. Ja, es ist eher eine Das Einfalt. fängt bei den Firmen ja auch an, ja. Also ich sag mal, Richtig. die meisten Nahrungsmittel, die wir kennen, werden ja unter verschiedenen Markennamen verkauft. Es ist aber immer dasselbe drin und dieselbe Firma, gerade zum Beispiel die Firma mit N, Nestle, ja, die ja also ich weiß nicht, 1000 verschiedene Marken auf dem Markt hat, immer anders, und sogar für Tipp und andere Produkte quasi eigene Geschichten herstellt mit denselben Geschichten, die sie auch woanders machen. Ja, also es Ganz ist genau. keine wirkliche Vielfalt, es ist eher Richtig. eine Monopolisierung zu Ja, erkennen. Ja. ganz genau, ganz genau, ganz genau. Nächster Punkt, das System fördert die Negativauslese der Entscheidungsträger, was ich schon sagte. Also man könnte jetzt alle Politiker, die jetzt da sind, wegzaubern und dann würde trotzdem das System immer wieder dafür sorgen, dass an der Spitze am Ende die korruptesten sind, die machtgierigsten, die skrupellosesten, die gewissenlosesten. So ist das System angelegt. Es fördert genau diese Art von Eigenschaften. Und diejenigen, die, sage ich mal, im sozialen Bereich tätig sind, die mit Menschlichkeit, mit Mitgefühl, mit Hingabe und Liebe ihre Arbeit machen, die sind meistens in der Einkommensskala ganz unten, werden am schlechtesten bezahlt. Ja? Und diejenigen, die eben bestimmte Machtpositionen innehaben, wo sie wirklich über Leichen gehen, die werden in diesem System hochgelobt als besonders edel und so weiter. Ja? Daran sieht man erstmal, es ändert nichts. Wie gesagt, wenn alle Politiker weg sind, es würde nichts ändern, weil das System ja immer noch immer wieder den Nachwuchs auf diese negative Auslese hin fördern würde. Nächster Punkt, es spaltet die Menschen. Also das haben wir, das klassische Teile Hetze gegeneinander und Beherrsche-Spiel. Dann nächster Punkt, es vermittelt ein eindimensionales, materialistisch-atheistisches Weltbild. Also die Vorstellung, das Universum per Zufall aus nichts entstanden, alles, was grobstofflich existiert, Körper und so weiter, ist real, alles andere gibt es nicht. Der Mensch ist nur der Körper. Das heißt, wenn der Körper durch was auch immer beschädigt wird oder zerstört wird, dann ist der Mensch sozusagen tot. Das war's. Game over. Wir sind das Endprodukt der zufälligen Affenevolution. Das ist alles so, was hier mit reinschwingt, ja, wenn man so will. Und das vermittelt man natürlich über die Schule und auch letztendlich durch die Medien, wenn man so möchte.
Jetzt kommt eine ganz wichtige Eigenschaft und auch gefährliche Eigenschaft. Es fördert nämlich die Technokratieentwicklung, allen voran den Transhumanismus und die KI-Geschichte, die KI-Agenda, also künstliche Intelligenz. Das sehen wir jetzt. Das ist ja, wird ja vorbereitet. Ja, man weiß ja auch, dass diese entsprechenden Spritzen, die die Menschen sich haben geben lassen, auch ein Puzzleteil dazu ist, um letztendlich diese Schnittstelle zwischen der Biologie und der Technologie zu ermöglichen, dass wir also Richtig. Einfluss nehmen können auf die Biologie durch irgendwelche Frequenzen von außerhalb. Dann nächster Punkt, das System fördert den Energieparasitismus. Man könnte es auch so sagen, diese Pyramide ist dazu gedacht, die Energie der Menschen, die Seelenenergie der Menschen, der beseelten Menschen abzuzweigen, aufzusaugen und davon letztendlich zu leben. Das heißt, also dieses System oder die Macher dieses Systems parasitieren auf der Lebensenergie der Menschen. Im Gegensatz Ja. zur Natur, wo wir eigentlich, ich sage mal, Energie abgeben, aber Energie auch bekommen, entzieht dieses System hauptsächlich den Menschen die Energie, gibt ihnen nur ganz, ganz, ganz wenig zurück. Und die Energie, die es bekommt, nutzt es, um die Versklavung weiter voranzubringen. Ha, also ja, das ist, hatte ich mir schon gedacht, wenn du ein ganzes Leben arbeitest, ja, du steckst deine Energie da rein in dein Lebenswerk sozusagen, bezahlst und bekommst am Ende ein Appel und ein Ei, ja. Also das ist echt unglaublich. Und ja, hatte ich mir schon gedacht, zumal ich dein Seminar Die verborgene Weltgeschichte natürlich auch kenne und das in Verbindung mit dem, was du jetzt sagst, natürlich ein noch kompletteres Bild erzeugt, wie das Ganze hier so funktioniert. Kann ich euch da draußen wirklich ans Herz legen, ist wirklich sehr gut. Ja, und dann habe ich noch den abschließenden Punkt, und das ist das, was unsere Gesellschaft letztendlich ausmacht, was sichtbar ist. Dieses System erschafft mit diesen ganzen Mechanismen, die wir jetzt hier gerade aufgeführt haben, eine Elite-Massegesellschaft oder man könnte sagen, eine moderne Form der Sklavenhaltergesellschaft, wo eine kleine selbsternannte Elite sich anschickt zu sagen, ich herrsche über die nutzlosen Esser. So. Und das ist momentan, was wir haben. Und das ist primär nicht etwas, was durch irgendwelche, ich sag mal, Institution oder Gebäude repräsentiert wird, sondern das ist eine Sache, die ist verinnerlicht worden. Das heißt, den Sklaven hat man beigebracht zu dienen und den Herrschern hat man beigebracht zu herrschen. Aber über den Herrschern stehen ja auch noch Kräfte. Das heißt, dieses Spiel, diese Gesellschaft, wie wir sie heute haben, wo die einen, sag ich mal, die Rolle der Verwalter, der Sklavenverwalter übernommen haben und die anderen spielen halt die Sklaven, das ist ja auch nur eine Matrix. Ja, also das, in der sind wir, die vermeintlichen Verwalter sind vielleicht ein bisschen materiell besser dargestellt oder höher gestellt oder haben ein bisschen mehr Macht, aber sie sind eigentlich genauso nur besser gestellte Sklaven, wenn man so möchte. Das muss man sich auch bewusst machen. Es geht auch nicht darum, jetzt mit Schuld und Sühne zu arbeiten, irgendwie zu sagen, die haben Schuld, sondern wir müssen nur erkennen, wie wir als kleine Akkus unsere Lebensenergie diesem System spenden. Und wenn die Akkus das begriffen haben, dann hören sie auf damit und entziehen diesem System einfach die Energie und richten ihre Energie auf was völlig anderes. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, wenn die kleinen Batterien, die wir alle irgendwo sind, dessen bewusst werden, wie wir dieses System täglich füttern, mit unseren Gedanken, mit unserem Verhalten, weil man kann das vielleicht noch auf eine andere Art und Weise darstellen. Ich habe hier noch eine andere Abbildung, die das nochmal schön zum Ausdruck bringt. Ich nenne das die Lüge im Kopf, die mentale Käseglocke, in der wir uns befinden, die erhalten wird oder aufrecht gehalten wird durch die Massenmedien hauptsächlich, aber eben auch durch die Schule und die Bildung. Und dann gibt es halt ganz viele, sage ich mal, Einflüsse, die dafür sorgen, dass wir uns genau so, wie das System es möchte, verhalten. Also es sind quasi ungeschriebene Gesetze, es sind bestimmte gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensnormen, es sind aber auch Tabus, Gesetze, Regeln, Ängste, es sind wirtschaftlicher Druck, der auf uns ausgeübt wird, es sind Verbote, Gebote, es ist eben Bestrafung, Belohnung, Gewaltandrohung, es sind Lügen, Desinformation und so weiter und so fort. Materieller Mangel, viele Menschen sind materiell im Mangel und auch im Mangel denken. Ja. Und all das wirkt auf uns und hält uns in dieser Glocke gefangen. So. Aber wir müssen uns als erstes dieses erstmal bewusst werden. Und das Problem ist, dadurch, dass dieses System ja in den Köpfen existiert, sehen die Leute es nicht. Sie schauen durch diese Brille durch und denken, das ist, so ist es halt. Und weil die meisten sehr unbewusst da sind und sich da sozusagen durch diese Brille alle gegenseitig betrachten, akzeptieren sie auch, dass es offensichtlich sehr fortschrittlich ist, sich so zu verhalten, so zu leben, wie wir es haben, weil wir keinen Vergleich haben. In dem Moment, wo wir den Vergleich haben und sehen, wie absurd das Ganze eigentlich ist, dann kommt das große Erwachen. Ja. Also es ist sehr vielschichtig, das Thema, muss ich sagen.
Auf der Vorbereitung zu diesem Thema, wie gesagt, ich kenne ja deine verborgene Weltgeschichte schon, den Vortrag, der wirklich sehr gut gemacht ist und aber auch passt vielleicht zum Einstieg. In Verbindung mit diesem jetzt hier ergibt das Ganze ganz andere Sichtweisen jetzt. Zum Beispiel, nachdem du diese Punkte gesagt hast, sehe ich zum Beispiel die Matrix-Filme ganz anders. Ja, also es tun sich hier quasi ja, andere Horizonte vor meinem geistigen Auge auf, die mir bewusst werden lassen, dass ich für mich diesem System meine Energie nicht mehr schenken möchte und sicherlich lernen muss, wie ich das also tatsächlich abbestelle. Ja, und ja, ich sag mal, wir sprechen jetzt über die ganzen Punkte und da hast du ja viele Punkte genannt, die exakt genau das zeigen. Also wenn du dem System dienst zum Beispiel, dann bekommst du eine Belohnung. Du bekommst das in Form von Geld, ja, Anerkennung, indem man dich medial quasi in höchste Töne lobt, ja. Und wenn du etwas tust, was also politisch nicht gewollt ist, dann kannst du vorher die Nummer eins sein in deinem Wissensgebiet. Dann wirst du also so deformiert, niedergemacht und in irgendeine Ecke gedrückt. Das ist im Grunde genommen genau das, was du auch beschreibst. Ja, und es ist, es wird immer deutlicher. Wenn man auch die aktuellen Ereignisse sich anschaut, dass es auch wieder nur dieses Spiel ist, wie es in meinem ganzen Leben bislang auch so vorgekommen ist. Denn ich erinnere mich noch in meiner Jugend, da war, ja, wie waren das? Ja, da gab es Filme wie Red Heat, wie Liebesgrüße aus Moskau und ja, also da war der Russe unser Feind, da wurden wir also darauf gelenkt, ja. Und immer war also die USA also absolut top und die Besten der Besten. Und das änderte sich eben selbst nicht. In den 90er Jahren, da war dann Russe quasi out. Dann suchte man also eine neue Ablenkung. Dann hatte man die Taliban und Man die erschuf Geschichte. sie, man erschuf sie. Genau, man hat sie erschaffen. Denn Ja. mittlerweile weiß man ja, welche Geheimdienste eben dazu geführt haben, dass eben diese Kräfte trainiert, ausgebildet und geschaffen worden. Der Höhepunkt und die Rechtfertigung, dann einfach in anderen Ländern einzumarschieren, war ja dann dieser 11. November 2001 sozusagen. Das war September, dann. ja. Genau, das war dann der Höhepunkt des islamischen Terrors in Anführungszeichen, ja, der dann irgendwann mal abebbte. Und siehe da, jetzt gibt es wieder etwas, also etwas Neues, Altes, das ist jetzt Ja, Russland, ja. ja. Und wenn es Russland nicht ist, dann ist es, keine Ahnung, Grönland oder was gerade gewünscht wird. Es ist irre, oder? Es ist Es im ist immer Grunde das gleiche genommen, Muster. Es ist ja immer das gleiche Muster. Dass ja, dieses genau. System braucht, um eine Art, die Menschen zusammenzuschweißen, ein äußeres Feindbild. Und das Problem ist aber, der Feind ist ja schon in den Köpfen drin. Und jetzt können wir mal darüber sprechen, was eigentlich, wie gesellschaftliche Prozesse gelenkt und gesteuert werden. Denn was du jetzt gerade so schön aufgezählt hast, diese ganzen Ereignisse, viele glauben ja, das sind Zufälle gewesen. Dabei sind die Gesellschaft schon seit sehr, sehr langer Zeit gelenkt und gesteuert. Und da gibt es bestimmte, ja, Mechanismen. Und grob gesagt gibt es zwei Arten, wie eine Gesellschaft, wie wir sie hier haben, gesteuert und gelenkt werden kann und damit letztendlich das Verhalten der Menschen. Und Jetzt zwar machst gibt du mich es, neugierig, das ja, möchte ich das ist wissen. auch interessant, weil das gibt uns letztendlich auch ein Stück weit unserer eigentlichen Macht wieder zurück, wenn man das begriffen hat. Man muss verstehen, das Verhalten eines Menschen wird letztendlich über Informationen gesteuert. Wir entscheiden ja auf Grundlage von unseren Informationen, die wir zu irgendeiner Sache, einem Ereignis haben, und darauf treffen wir unsere Entscheidung. Das heißt, das menschliche Verhalten ist ein informationeller Steuerungsprozess. Das heißt, diejenigen, die uns mit Informationen versorgen, haben ein Stück weit Macht darüber, wie wir uns entscheiden. Ja, deswegen sage ich ja, jeder dient im Ausmaß seines Verstehens sich selbst und im Ausmaß seines Nichtverstehens, allen voran, was diese Steuerungsprozesse anbelangt, denjenigen, die das verstehen, die das mehr verstehen.
Und es gibt grob gesagt zwei Arten, wie gesellschaftliche Prozesse gesteuert werden. Nämlich die eine sogenannte strukturelle Steuerung. Das ist das, was, sag mal, in der Alternativszene auch noch bekannt ist. Da geht es hauptsächlich um diese ganzen, nennen wir es mal, Absprachegesellschaften der Hochfinanz. Also dieser ganzen Logenklüngel, diese ganzen Thinktanks, was weiß ich, Bilderberger. Bilderberger, aber seit neuerem ja auch das World Economic Forum, Komitee 300 und wie sie alle heißen. Das sind die strukturellen Steuerungswerkzeuge. Das heißt, wir haben also Netzwerke oder man könnte auch sagen, der sogenannte tiefe Staat. Ich habe hier nochmal eine Abbildung, die das auch nochmal schön zeigen kann. Das ist auch sehr vereinfacht. Ja, wir haben also mehr oder weniger, das ist eine sehr Vereinfachung, eine hierarchisch strukturierte Gesellschaftsordnung. Hier ist das, was für die Mehrheit der Menschen als Rechtsstaatlichkeit simuliert wird, muss man wirklich so sagen. Und darüber gibt es dann aber den Einfluss von sehr mächtigen Netzwerken und diese Netzwerkstrukturen sind dann auch mal hierarchisch strukturiert. Ja. Und das ist im Grunde dieser Verwaltungsapparat der eigentlichen Eliten, wenn man so möchte. Also dazu gehören eben die ganzen Bankenstrukturen und Großkonzerne und was weiß ich nicht alles. Das heißt also, diese Strukturen, die dienen dazu, zu überwachen, was in der Gesellschaft gerade so passiert, aber auch zum Beispiel neue Impulse reinzugeben. Aber jetzt kommt was viel Interessanteres. Selbst wenn du diese ganzen Strukturen heute jetzt beseitigst, einfach so wegzauberst, würde das System, wie wir es haben, immer noch funktionieren. Weil es gibt nämlich noch eine zweite Art, wie gesteuert wird. Und das ist aus meiner Sicht die wesentlich mächtigere Art und auch die wesentlich subtilere Art, nämlich eine strukturlose Steuerung. Und diese strukturlose Steuerung funktioniert dadurch, dass wir im Vorfeld, was ich schon sagte, wir sind in einem Informationsfeld groß geworden. Man könnte auch sagen, das ist ein Denkrahmen, der uns vorgegeben wurde, eine ganz bestimmte Sichtweise auf die Welt. Ganz Oder man genau, könnte auch ja. sagen, das ist die öffentliche Meinung, die Ja. Generation zu Generation weitergetragen wird. Und innerhalb dieses Denkrahmens, dieser Ideologie, dieses Weltbildes, bewegen wir uns und treffen letztendlich, also bewegen uns gedanklich da drin und treffen innerhalb dieses Rahmens unsere täglichen Entscheidungen, auf denen wir dann letztendlich unser Handeln auch begründen. Das heißt also, dieses Informationsfeld wirkt unabhängig von irgendwelchen sichtbaren Strukturen, Institutionen. Und wir befinden uns seit langer Zeit in einem Informationskrieg. Und wir Menschen sind nicht darin geschult, Informationswaffen zu erkennen. Es gibt nämlich grob gesagt drei Arten von Informationswaffen, die auf unser Bewusstsein einwirken und letztendlich uns auf diese Art und Weise für uns meistens unbemerkt steuern. Es ist einmal das Weltbild, könnte man sagen, also der grundlegende Denkrahmen, mit dem wir letztendlich die Realität bewerten, beurteilen, zwischen Wahrheit und Lüge, richtig und falsch, gut und böse irgendwo unterscheiden. Das ist also sozusagen der übergeordnete Rahmen, in dem wir uns befinden. Dann gibt es die sogenannte Chronologiefälschung. Das ist also alles, was mit verborgener Geschichte zu tun hat oder Geschichtslügen, ja, also auch was unsere Vergangenheit anbelangt, also sprich die Herkunftsgeschichte des Menschen. Und die dritte Informationswaffe ist dann der Bereich der sogenannten Ideologien, Religionen oder auch der sogenannten modernen Wissenschaft oder Pseudowissenschaft. Das heißt, diese drei zusammen bilden eigentlich den Bereich der Bildung. Deswegen ist Bildung so gefährlich und Das passt gleichzeitig auch zusammen. so der Schlüssel für die Lösung unserer Probleme. Wir müssen im Bereich Bildung ansetzen. Wir müssen also im Grunde gegen diese drei Informationswaffen entsprechend vorgehen in unserem Bewusstsein. Das heißt, wir müssen unser Weltbild hinterfragen, wir müssen unser Geschichtsbild hinterfragen und wir müssen die aktuell vorherrschende Ideologie oder der Rahmen, in dem wir uns jetzt meinetwegen in der westlichen Welt befinden, auch hinterfragen. Also sprich auch die moderne Wissenschaft, die ja sich eigentlich nur als Hure der Hochfinanz gezeigt hat im Rahmen der Plandemie, wo sie ja eigentlich nur Auftragswissenschaft betrieben hat, aber keine wirkliche Wissenschaft im Sinne von, ich möchte der Wahrheit näher auf die Spur kommen. Und Weißt du, das was erkennt das, viele nicht. ja, weißt du, was das Witzige an der Geschichte ist? Ich habe immer gedacht, so jetzt auch in der Plandemie, habe ich gedacht, wenn ich jetzt viel Geld in der Hand nehme, weil ich jetzt zufälligerweise, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Hutgeschäft und ich möchte unbedingt, dass es eine wissenschaftliche Ausarbeitung gibt, warum das Hütetragen gesundheitsfördernd ist und dich intelligenter macht.
dann bräuchte ich doch nur eine gewisse Summe an Geld in die Hand nehmen, zu irgendeiner Uni oder sonst irgendwas geben und sagen, hier, ich brauche eine Forschung mit den und den Ergebnissen. Und dann bekomme ich die geliefert. Und die würden dann draußen den Menschen suggestieren, bei mir die Hüte zu kaufen, weil sie besonders gesundheitsfördernd ist und jeder, der es trägt, der diesen Hut trägt, wird besonders intelligent um 0,00001%. Ja, Genau. also deswegen fand ich das gerade zum Schmunzeln, weil das hier pa passt. Ich bin mir natürlich bewusst, dass diese ganzen pseudowissenschaftlichen Geschichten, die da draußen extra beauftragt wurden, um die gewünschten Ergebnisse zu liefern. Ja, also das ist Ja. schon genial, ja. Ja, und darum geht es. Also deswegen diese strukturlose Steuerung in Form dieses Informationsfeldes, oder man könnte sagen in Form dieses Gedankenvirus, der sich in den Bewusstseinsräumen der Menschen eingenistet hat und dort wirkt, da müssen wir ansetzen. Das ist der Bildungssektor. Ja? Also das heißt, die ganze Schulbildung, die uns ja auch letztendlich als, man könnte wirklich sagen, innerhalb eines Informationskrieges sind das die effektivsten Waffen. Nicht die Panzer und die Raketen. Die zerstören zwar im ersten Moment Gebäude, aber auch Menschenleben, aber sie wirken nicht generationsübergreifend, vielleicht durch die traumatischen Erlebnisse schon, aber viel gefährlicher sind ja dieses beschränkte Weltbild, was uns suggeriert wird, womit wir uns selbst auch sehr beschränkt nur sehen. Also wir haben das Endprodukt der Affenevolution oder nur der grobstoffliche Körper ist der Mensch und alles anderes gibt es nicht. Und nur was wir mit den fünf physischen Sinnen anfassen und messen können, existiert und alles andere existiert nicht. Auf diese Art und Weise bekommen wir natürlich nur einen extrem kleinen Ausschnitt der Realität für uns, für unseren Verstand begreiflich erklärt. Aber was bleibt, ist immer die 97%, die da auch noch sind. Das bleibt uns vorenthalten. Das ist dann sozusagen Fantasieprodukt. Naja, ich sag mal so, dieser Informationskrieg, den du ja beschreibst, der findet sich ja in den, in Anführungszeichen, öffentlich-rechtlichen Medien, ja, über die Nachrichtenagenturen. Und ich habe mich mal gefragt, so, wenn du jetzt so einen Ausschnitt siehst, wo du weinende Kinder siehst und du hörst Maschinengewehr im Hintergrund und Bomben knallen und so weiter und so fort, das macht was mit dir, ja, wo du denn sagst, oh Gott, wie kann man nur so schrecklich sein? Und schon hast du genau denen das geliefert, was sie brauchten. Ja, und mittlerweile siehst du aber, dass denen das nicht mehr so einfach gelingt. Wie zum Beispiel, das fand ich so witzig, deswegen ist ja mein eines Video auch gesperrt worden, weil ich hatte ja dieses Video veröffentlicht mit den, wo die Bild-Zeitung, also es gibt ja jetzt einen Sender, der heißt Bild-TV sozusagen, der also angeblich live vor Ort ist und gerade über eine Sprengung quasi der Russen, die ja, die da jetzt also ganz wütig und wild da rummachen und hat dann dieses Video gezeigt von der Sprengung und dann anschließend von Fallschirmjägern, die also mit den Fallschirmen da runterkommen. Was aber den Zuschauern nicht gesagt wurde, ist, dass das einmal von 2015 und 2014, das eine spielte in China, die Explosion, ja. Und die Übung mit diesen Fallschirmjägern stammt ein Jahr zuvor, davor, ja. Und sie haben es so gespielt, als wäre es jetzt gerade passiert. Es ist jetzt gerade live. Und da meinte der Reporter, es ist ein Bild, unglaublich. Also, dass ich das mal so erleben durfte. Das heißt, denen ist bewusst, dass sie faken. Ja, natürlich. Ja, denn das ist ihre Aufgabe. Sie müssen Nachrichten verkaufen und deswegen heißt es ja nachgerichtete Informationen. Also, Richtig. ja, es ist Aber eine es kommt noch Waffe. ein anderer Umstand hinzu, in diesem Informationskrieg. Früher wussten die meisten Menschen, was gut ist und was böse und auch, wie sich das Böse in der Welt zeigt. Heutzutage ist das Böse nicht mehr mit Hörnern und hässlich und sieht wie ein Monster aus, sondern heute lächelt es sich an, ist gut gekleidet, zeigt sich sehr vernünftig, vermeintlich, oberflächlich betrachtet. Ja. Und diese Unterscheidungsfähigkeit zwischen dem Guten und dem Bösen können wir heute, was die Optik anbelangt, nicht mehr so leicht treffen. Wir können es nur noch an den Taten sehen, ja, die Früchte der Tat.
die zeigen uns eigentlich, welche Gesinnung derjenige hat. Und das ist so wichtig. Darin muss man auch, ich sage mal, Kinder schulen oder ihnen es zeigen, dass sie das lernen, weil die Täuschung ist allgegenwärtig. Und wir sind nicht darin geschult, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Wir haben zwar in uns eine Art von Wahrheitskompass, Intuition, aber das wird uns sehr früh abtrainiert, zugunsten, sage ich mal, des rein rationalen Datenverarbeitens, was natürlich immer langsamer ist und auch fehlerbehafteter ist und auch durch die Manipulation leichter beeinflusst werden kann. Ich muss dazu sagen, ich unterscheide für mich selber zwischen Information und echtem Wissen. Wissen berührt dich in deinem Wesen, es berührt dein Herz, es berührt deine Seele, es berührt dich wirklich in deinem tiefen Wesen, du fühlst es. Informationen sind meistens im Vergleich dazu sehr flach, sehr eindimensional, sehr kühl, sie berühren den Verstand, aber sie können eben auch den Verstand manipulieren. Und das passiert heutzutage massiv. Und die Fähigkeit, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, auch solche Hintergründe zu kennen, dass solche Bilder gemacht werden und du musst noch nicht mal solche Aufnahmen, ich sag mal, von wirklichen Ereignissen aus einem anderen Zeitfenster nehmen, sondern du kannst ja auch schon mit dem Computer Dinge animieren. Guck dir die modernen Filme an, die produziert werden, was da möglich ist an Kriegsdarstellung. Das ist alles nur im Studio gemacht oder beziehungsweise am Computer animiert. Selbst das wird ja gemacht. Und wenn wir wissen, wie weit die Filmindustrie bereits ist, dann geht man davon aus, dass auch natürlich die modernen Nachrichtensender sich auch dieser Technik hier bedienen können. Ist ja wohl völlig klar. Man wäre ja nur naiv, wenn man denke, das wäre nur auf die reine Unterhaltungsindustrie beschränkt, ne? Das ist Nee, klar. also das ist klar. Also diese Sci-Fi-Künstler, so nennen die sich ja selber, ja, also die mit Manipulationstechniken und entsprechenden Programmen, ganze Filme, also die können eine Naturaufnahme machen, ja, und da dann irgendwelche Düsenjets reinkopieren, Genau. Sprengungen reinkopieren und es sieht wie echt aus. Ja, es Genau. ist Wahnsinn, wie Und weit wir die sind nur nicht Technik. darin geschult, das zu erkennen. Und dadurch, dass auch das ganze Bildungsniveau in den letzten Jahrzehnten systematisch in der westlichen Welt abgesenkt wurde, sind die Kinder nicht in der Lage, das zu unterscheiden. Sie sind es nicht. Ja? Und die Menschen, wir haben die Gutmütigkeit, die Naivität wird hier gnadenlos ausgenutzt. Auch das Menschliche, dass man also ein Mitgefühl bekommt, wenn jemand leidet. Ja, das ist ja durch diese Bilder, wird das ja suggeriert. Und man möchte gerne dieses Leid beseitigen, indem man dann zum Beispiel spendet oder irgendwelche Hilfsaktionen startet. Aber auch das Geld kommt nicht an oder die Güter, die man gespendet hat, werden dann irgendwo vorzeitig vernichtet oder in den Müll geschmissen. Brot Ja. für die Welt und wie Und die diese alle ganze, ja genau, heißen. wir müssen diese Naivität ablegen, weil diese Naivität wird sonst gegen uns verwendet. Nur das Problem ist, weil wir in diesem Informationsfeld ja hineingeboren wurden, es war ja schon da, als wir geboren wurden, es ist erstmal sehr schwierig, diese Unterscheidung zu machen, weil auch unsere Eltern ja meistens auch schon in dieses Feld eingeboren wurden. Man muss also wirklich schon etliche Generationen zurückgehen, um, sage ich mal, die Anfänge dieses Informationsfeldes noch zu haben, wo wir noch auch den Vergleich zu anderen möglichen, ja, wie soll ich sagen, Realitäten und Wahrheiten hatten. Heute ist es sehr schwer. Und die Kinder, die jetzt geboren werden, die Z-Generation, die ab 2000 geborenen, die sind besonders, sage ich mal, in diese Falle hineingetappt, weil die auch vielleicht sehr sensibel sind. Ja, man sagt ja nicht umsonst, es kommen auch neue Kinder auf die Welt. Und die können aber ihre, ich sag mal, Genialität oder ihre Geschenke, ihr Potenzial nur dann zum Ausdruck bringen, wenn sie ein bestimmtes Umfeld vorfinden, was sie auch irgendwo reifen lässt. Aber dieses mediale Umfeld, was sie eigentlich von Anfang an verdirbt und auf Nebenschauplätze ablenkt und die Aufmerksamkeitsenergie letztendlich zerstreut, trägt dazu bei, dass dann solche Kinder auch relativ schnell abgestumpft sind, verwirrt sind, Drogen nehmen oder irgendwelchen komischen Agendern hinterherrennen. Ja, irgendein kleines Mädchen, das da rumhüpft und sagt, wir müssen den Planeten vor der Klimakatastrophe retten. Und da merkst du halt, wie sehr auch die Kinder benutzt werden. Sie werden immer nur benutzt. Ja, deswegen das kinderfressende Monster, das müssen wir wortwörtlich verstehen. Das ist kein nur Sinnbild, sondern es ist so. Die Gesellschaft, wie wir sie heute haben, basiert auf dem Leid, auf der Leiterfahrung von Kindern. Und das wird von Generation zu Generation immer wiederholt. Es sei denn, wir erkennen diese Muster, dieses System in unserem Kopf, diesen Virus, der unser menschliches Bewusstseinsfeld infiziert hat und beseitigen ihn. Das ist unsere Aufgabe. Und dann kommen wir auch automatisch in ein völlig anderes Bewusstseinszeitalter. Und dann wird sich auch alles andere im Außen ändern können, sonst nicht. Es bringt nichts, uns jetzt neue Technologien hinzustellen, wenn wir immer noch mit dem gleichen Bewusstsein, das wir haben, nämlich ein Mangelbewusstsein bei vielen, dann anfangen, uns das gegenseitig wegzunehmen, weil wir glauben, der andere hat das nicht verdient oder nur man selbst hat es verdient und so weiter. Das würde immer nur wieder letztendlich in dieses Spaltungsspiel enden und dann auch wieder in irgendeine Art von Konflikt und Krieg. Und das, wenn wir das überwinden wollen, müssen wir erstmal hier bei uns zu Genau, Hause die die Hausaufgaben Veränderung, machen.
die Veränderung beginnt quasi mit dir, indem du Genau. dich deiner bewusst wirst, wie das hier so funktioniert. Und da käme ich dann zu der nächsten Frage, die vielleicht auch den einen oder anderen Zuseher jetzt auf dem Herzen liegt. Was ist denn genau unter diesem ganzheitlichen Bewusstseinswandel zu verstehen? Und vielleicht kannst du ja noch mal zu den Ebenen da was sagen, welche konkreten Ja, Ebenen also denn ich werde es sehr die Frage konkret machen, betrifft. damit jeder auch sieht, es gibt so viel zu tun und jeder kann sich ja da einbringen, wo er sich hingezogen fühlt. Also mal ganz grundsätzlich gesprochen geht es aus meiner Sicht, ich habe da auch nochmal eine Abbildung vorbereitet, darum letztendlich aus diesem bisherigen System der Versklavung zurückzukehren in die göttliche Schöpfungsordnung. Also Versklavung im satanischen System haben wir jetzt, Freiheit im göttlichen in der Schöpfungsordnung hätten wir dann. Also der Mensch wieder vereint mit anderen Menschen in der Natur, außerhalb von diesen ganzen künstlichen Städten und so weiter. Und es gibt jetzt wirklich verschiedenste Ebenen, die können wir mal kurz zusammen durchgehen, damit klar ist, erstmal, wodurch ist dieses alte System gekennzeichnet und was müssten wir anstellen oder wo müssten wir uns hinorientieren, um da rauszukommen. Also hier sehen wir ganz klar, wir leben in einer illusorischen Scheinwelt, eine Lügenmatrix. Das heißt, wir müssen Kindern beibringen, wie sie Wahrheit finden, wie sie in sich die Wahrheit finden. Das wäre zum Beispiel wichtig. Das ganze System, wie wir es hier haben, basiert auf Zufall, Chaos, was habe ich hier noch stehen? Sinnlosigkeit. Ja, das können wir auch sehen. Die Sinnlosigkeit, immer nur zu konsumieren, ist ja nicht der Sinn des Lebens. Das Nee, heißt richtig. also, es gibt offensichtlich eine Art von Schöpfungsgottesplan. Und die Frage ist, wie weit wir in diesen Plan uns bewusst einbinden. Ja, wir sind da eingebunden, aber uns ist es nicht bewusst, so muss man es vielleicht sagen. Ja, und so gibt es also entsprechend verschiedenste Bereiche. Also das heißt, raus aus dieser Künstlichkeit, zurück in die Natürlichkeit. Das heißt nicht jetzt nur platt zurück zur Natur, das ist immer so ein Slogan, das ist komplexer. Das ist, wir müssen noch nicht mal die Technologie unbedingt komplett dafür aufgeben, sondern es geht aus meiner Sicht jetzt nicht um dieses Entweder-Oder. Also wir müssen jetzt nicht wieder in Zelten oder in Hütten leben, sondern wir müssen die Technologie, es gibt ja Technologien, die auch mit der Natur im Einklang arbeiten, also den Planeten nicht zerstören und ausbeuten. Und solche Art von Technologie muss genutzt werden. Also jetzt Schauberger-Geschichten zum Beispiel, ja. ganz genau, ganz genau. Dann auch dieses Verständnis der Welt, also weg von diesem rein materialistischen Denken hin zu einem mehr oder weniger multidimensionalen Weltbild, wo wir auch den Menschen in einem völlig anderen, in seiner Vielschichtigkeit erstmal wahrnehmen und erkennen. Und natürlich ganz wichtig das Thema Energieparasitismus. Also was ich schon sagte, das System ist ja so, es entzieht den Menschen Lebenskraft. Und zwar macht es das auf eine sehr subtile Art und Weise und auch eine sehr direkte Weise. Zum Beispiel, Geld ist nichts anderes als konservierte Lebensenergie. Wenn ich davon viel habe, habe ich viel Lebensenergie, kann damit viel machen. Umgekehrt, wenn ich davon nicht so viel habe, kann ich nicht so viel machen. So. Das heißt also, wenn durch die ganzen Abgaben, die den Menschen auferlegt werden, den Menschen diese konservierte Lebenskraft entzogen wird, ist doch klar, dass die Menschen dann sich im Mangel befinden, ja? Richtig, Und genau. ausgebrannt fühlen. Und dann geht das Ganze hier noch weiter, das zeige ich nur mal kurz hoch. Ich gehe das nochmal so zusammen durch, die Ich Ebenen. blende das sehr gerne ein. Du kannst es ja erklären und während du das Genau. erklärst, blende ich das ein. Also es fängt dann zum Beispiel auch darin an, dass wir uns bewusst machen, wir befinden uns eigentlich in diesem System in einem Rollenspiel. Ja? Die Persona, also Personare, die Maske des Schauspielers, das Durchhallen durch eine Maske. Wir setzen uns also eine Maske auf, eine juristische Personenhülle, mit der wir dann in diesem System agieren. Und worum geht es im neuen Verständnis oder in dem alten Verständnis der natürlichen Schöpfungsordnung? Es geht natürlich um den Menschen, um das authentische Sein, also die Authentizität. Es geht also nicht um das Ego, das in dieser Systemblase existiert, sondern es geht um das wahre Wesen, das Selbst. Das heißt, wir müssen von diesem privaten Handelsrecht, in dem wir uns ja aktuell befinden, wieder in die echte Rechtsstaatlichkeit zurück, wo das Recht sich auch Völkerrecht. nach, ja, wo sich das Recht nach der Schöpfungsordnung richtet, also wo der Mensch in seiner Göttlichkeit aufgerichtet wird und nicht unterdrückt wird, nicht versklavt wird, das wir heute haben. Das heißt aber auch raus aus der Angstfrequenz und rein in die Liebesschwingung. Wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt von allen, denn wenn wir aus der Angst raus sind, sind wir auch aus dem Mangel raus, dann sind wir auch aus diesem Angst zu sterben, Angst vor der Zukunft und diesem Ganzen, was da momentan viel gesteuert wird, nämlich über Angst. Wenn wir in der Liebesschwingung uns befinden, dann kommen wir in das eigentliche Urvertrauen.
dann sind wir auch in unserer Weltwahrnehmung mit anderen Wesen verbunden. Wir sind nicht getrennt, gespaltet, sondern wir sind verbunden. Und daraus wächst eine ganz andere Kraft, Zuversicht, Vertrauen und man ist auch ganz anders zentriert und geerdet. Dann kommen wir nämlich automatisch auch in dieses schöpferische Denken. Das System, was wir derzeit haben, dient ja eigentlich dazu, unser schöpferisches Denken zu verlangsamen oder aber es in seltsame Kanäle zu lenken, wo dann vielleicht mit der schöpferischen Kraft der Menschen nur Waffensysteme, Folterinstrumente oder weitere ausgeklügelte Versklavungssysteme erfunden und ausgearbeitet werden. Und wenn wir dieses schöpferische Denken jetzt für ganz andere Dinge lösen, wir könnten ja alle Probleme, die wir derzeit auf der Welt haben, damit lösen. Das ist nicht die Frage. Alle Probleme, die wir auf der Welt haben, sind durch dieses Denken in dem System entstanden. Das heißt, wir können diese Probleme mit diesem Systemdenken niemals lösen. Wir müssen also raus aus diesem System in ein anderes Bewusstsein. Und dann können wir auch alle Probleme, die wir derzeit auf der Welt haben, innerhalb kürzester Zeit lösen. Dafür muss aber erstmal ein Bewusstsein dafür existieren, dass unser Bewusstsein gekapert wurde, mental in ein Gefängnis gesteckt wurde, in eine mentale Käseglocke und dort bis jetzt immer noch von den meisten jedenfalls gefangen gehalten wird. Und das hat nichts mit diesen ganzen Logengeklüngel und so weiter zu tun. Das ist unwichtig, weil auch die sind Gefangene in diesem System. Die sind vielleicht innerhalb des Systems ein bisschen privilegierter, aber die sind genauso Gefangene. Die sitzen also im gleichen Privilegiert. Boot. Das sind ja nur Privilegien, die einem ja jederzeit entzogen werden kann, wenn du Genau. eben diese Dinge Naja. nicht machst. Also ich finde das interessant, weil du wirklich einen Lösungsansatz hier gegeben hast. Das heißt, Ich bin ja noch nicht fertig. ja, ich weiß. Aber ich sehe es mittlerweile so, dass die Kinder das Wichtigste sind. Richtig. Da müssen wir anfangen. Und das ist der Grund, warum die Matrix natürlich die Kinder uns wegnimmt, in Anführungszeichen, geh lieber arbeiten, wir kümmern uns um die Kinder, ja? Ja, Bitteschön. nicht, noch nicht mal geh lieber, sondern du musst, weil sonst schaffst du es ja nicht hier zu überleben. Ja, das ist ja das Ja, Problem. eben. Ne? Und damit wird die wichtige Bindung zerstört und viele Kinder haben Bindungsschwierigkeiten, haben Bindungsdefizite. Das Vertrauensband zu den wichtigen Bezugspersonen, die eigenen Eltern, ist mehr oder weniger zerstört oder stark geschmälert. Und infolgedessen kommt die Reifeentwicklung zum Stillstand und dann sehen wir das, was vorauskommt. Diese kleinen erwachsenen Tyrannen, die sich dann zeigen später. Ja, das ist alles Richtig. Reifedefizite. Das sind Traumatisierungen, aber es sind auch Reifedefizite. Und aufgrund von Bindungsdefiziten. Ja, das ist eigentlich ganz sehr einfach, der Mechanismus, wenn man das begriffen hat. Und dieses System tut alles, um diese Bindung zwischen den Eltern und den Kindern, also immer zwischen den nächsten Generationen, zu untermauern oder zu untergraben, nicht zu untermauern, sondern zu zerstören oder subtil zu beeinflussen. Das fängt bei der Art, wie wir geboren werden, schon an, Hinblick auf dann auch, wie Kinder großgezogen werden, dann eben diese ganzen Zwangsbeschulung, diese staatliche Zwangsbeschulung im Gegensatz eben zu einer freien Bildung. Aber auch diese Fremdbetreuung, was du sagtest, ne, durch die Kindergarten, Krippe und so weiter, im Gegensatz zu früher, da gab es eine familiäre Sozialisation. Das heißt, die Kinder sind in dem Schutz der Großfamilie groß geworden und konnten sich dort sicher fühlen, weil einfach genügend auch Erwachsene da waren, die auch sich gegenseitig unterstützt haben. Und heute haben wir irgendwie Alleinerziehende, die laufen ja schon solche auf dem Zahnfleisch und sind völlig ausgezehrt. Und dann kommt noch der Staat mit irgendwelchen, oder der Staat, ja, also das, was ich als Staat schimpft. Und unterdrückt sozusagen oder übt Druck aus und so weiter. Und die meisten brechen natürlich ein, weil sie haben ja kaum noch Kräfte, weil ihnen ja schon die Energie fehlt, weil sie ja sonst sich in so einer Art Kampf auch immer befinden. Ja, und das sind alles so Aspekte, die machen uns das Leben momentan sehr schwer. Aber wir müssen trotzdem erkennen, wie wir dazu jedes Mal beitragen. Weil wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen, ich sage mal, eine Familie zusammenzuhalten und großzuziehen, weil die Rahmenbedingungen so familienfeindlich aufgestellt sind, haben wir es trotzdem irgendwo noch in der Hand. Aber das ist Bewusstseinsarbeit. Da kannst du auf die schimpfen, wie du willst. Und das bringt dir auch nichts, wenn du Erpressungsgeld bekommst, Kindergeld, dafür, dass du dann dein Kind sozusagen dem Staat zur Verfügung stellst. Sondern du musst halt das System erstmal verstehen, wie es wirklich funktioniert. Und dann musst du auch gucken, es hat Schwachstellen. Und auch die Menschen in Richtig. Behörden sind nicht die Feinde, sondern auch die sind ja Teil des Systems. Auch die haben genauso ihre Familien, auch ihre Sorgen, Ängste, Nöte. Die genauso, was ich eingangs sagte, Privilegien vielleicht genießen, die ihnen aber jederzeit entzogen werden können. Und dann stehen sie genauso mittellos da und so weiter. Das heißt, dieses ganze System basiert im Grunde auf gegenseitiger Erpressung. Und das ist ja in diesen ganzen Logengeklüngeln noch viel schlimmer, weil da sind die Erpressungen ja nicht nur Geldbeträge, sondern da geht es ja wirklich um schwerste Verbrechen, die vielleicht begangen wurden, wo man sich dann gegenseitig sagen kann, ja, weißt du noch, ich habe hier
die Beweise, dass du das und das gemacht hast. Und deswegen solltest du die Klappe halten. Oder in meinem Sinne, weil ich über dir stehe, solltest du so und so dich verhalten. Und da siehst du auch, was für eine Basis dieses System basiert, nämlich auf Angst, auf Täuschung, auf Lüge, auf Erpressung, und nicht eben auf dem Gegenteil aus Kameradschaft, Freundschaft, Liebe, Mitgefühl. Ja? Und deswegen hat dieses System auch keine Zukunft. Es hat ein Ablaufdatum und es zerstört nach und nach wie ein Krebsgeschwür den menschlichen sozialen Körper, also diese Menschheit, ja, das ist ja wie ein sozialer Organismus, auch den Planeten. Und dieser Virus, der hier wirkt, der zerstört durch unser Fehlverhalten, das infolge dieses Virus ja entsteht, die Lebensgrundlagen für nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen. Wir beuten den Planeten, die Ressourcen aus. Dieses ganze kranke Konsumsystem zerstört die Grundlagen auch für die zukünftigen Generationen. Und da bringt es uns auch nichts, über nur so ein paar Auswirkungen zu diskutieren. Es ist alles sinnlos. Wir müssen an das Grundübel zurück. Und das Grundübel ist ein falsches Programm in unserer Software oder in unserer Hardware. Ja? Also sprich, in unserer Gehirn-Hardware ist ein falsches Programm installiert. Das ist es. Es ist ein Virus. Und diesen Virus müssen wir jetzt erkennen. Jeder bei sich. Ja? Es macht keinen Sinn, auf irgendjemanden mit dem Finger zu zeigen und immer zu sagen, ja, der ist schuld, weil mein Leben scheiße ist oder wegen dem ist mein Leben scheiße. Nein. Damit müssen wir aufhören, was natürlich im ersten Schritt erstmal nicht so einfach klingt, aber die Lösung ist so einfach. Das muss man nur erstmal auf sich wirken lassen, das auch mal in seinen Bewusstseinsraum eindringen lassen und das mal wirklich nachsinnen. Da muss man, was ich jetzt hier sage, das sind Impulse, die muss man mal in sich wirken lassen und mal für sich überprüfen und auch mal reinfühlen, ob das wirklich vielleicht wahr sein kann, was ich hier gerade sage. Und erst wenn man diesen Erkenntnisprozess, diesen auch gefühlten Erkenntnisprozess gemacht hat, dann fängt das Aufwachen an. Dann kommt dieser Moment, ach du Scheiße, das ist gut, wenn man diesen Aha-Moment hat. Und dann sieht man das. Dann fühlt man sich da im ersten Moment vielleicht erstmal total ohnmächtig. Gleichzeitig sieht man aber auch, wo nähre ich dieses System tagtäglich? Wo kann ich diesem System die Kraft entziehen, indem ich einfach sage, ich mache hier nicht mehr mit. Ich entziehe das. Ich kämpfe noch nicht mal dagegen. Ich entziehe diesem System die Kraft und bringe sie woanders hin. Und wenn mehr Menschen das tun, dann wird sich auch viel schneller etwas im Außen verändern. Momentan sind die Menschen, die immer noch am alten System festhalten, lass es 60% der Bevölkerung sein, das sind die Bremsklötze für den Bewusstseinswandel. Die bremsen das eigentlich. Sie können es nicht verhindern, aber sie bremsen es, weil sie aus Angst immer noch an dem Alten, was sie bis dato kannten, festhalten und verharren, Also, statt sich mal zu öffnen. wäre, wenn ich dir jetzt gedanklich folge, dann stelle ich fest, dass wir alle, und da spreche ich mich nicht frei von, bestimmte Gedankenmuster im Kopf haben, die eben vergiftet sind, ja, also die eben dazu beitragen, dass ich vielleicht möglicherweise auch einer dieser Bremsklötze bin, ja. Denn ergibt das Ganze Sinn auch mit dem quasi unsanften Aufwachen, in Anführungszeichen, aus diesen also aus diesem Matrix-System in Anführungszeichen, was letztendlich dich immer Stück für Stück dahin geführt hat, zum Beispiel, dass wir jetzt Videos zusammen machen, dass ich diesen Input bekomme und für mich tatsächlich spüren kann, dass da dran etwas wahr ist, weil ich selbst erlebe. Ich kenne diesen Spruch, Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Ja, wenn ich mich mit Dingen auseinandersetze, die mir helfen, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe dieses Mangelbewusstsein nicht. Also ich habe jetzt nicht dieses, das war früher immer so, ich konnte nicht genug verdienen. Ja, ich musste immer mehr haben, immer mehr haben. Und das ist heute überhaupt nicht mehr. Ich komme mit wenigen wirklich lange gut klar. Und das Wenige ist für mich nicht wenig, sondern es reicht. Ja, und ich freue mich gerade darüber, dass wir dieses Gespräch gemacht haben bis hierher, weil es einfach so ist, dass es vieles von dem, was du sagst, trifft genau auf das zu, was ich spüre, dass das so auch ist. Ja, und das wird wahrscheinlich vielen so gehen, die sich dieses Video hier anschauen, weil es einfach aufzeigt anhand deiner Erzählung,
wo deine Schwachstellen sind, die du selbst quasi zu deinen Stärken umwandeln kannst, ja? Und was das System sicherlich nicht gefallen wird, weil du damit eben das tust, was das System auf gar keinen Fall möchte. Es will ja deine Energie haben und damit entziehst du den Energie tatsächlich und ladest deinen eigenen Akku wieder auf. Aber das System kann nichts dagegen machen. Es kann sich zwar ärgern, aber weißt du, wir müssen aufhören, so zu denken, dass es da ein System da draußen gibt und wir sind das System. Verstehst du? Wir gucken eigentlich in die Spiegel. Und dieses System sind Ja, es einfach nur wird Muster, die gespiegelt wir. alles, ja. Ja, ich will nur sagen, dieses Denken, das System, das suggeriert immer, da gibt es einen Feind da draußen und der ist jetzt böse auf uns, wenn wir nicht mehr mitspielen. Das ist falsche Denke. Wir sind das System. Wir, Wir jeder sind. ist ein Teil davon, ist ein holographisches Aufbau. Jeder kleine Einzelteil, jeder Mensch ist Teil dieses Gesamtsystems. Wenn wir uns ändern, dann ändert sich auch das System, dieses übergeordnete Gesamtbild. Das Im ändert sich ja Außen. auch. Jedes Pixel, wenn man so möchte, wie so ein Bildschirm, ja, jeder kleine Pixel ist ja ein Mensch und trägt dazu bei, dass ein bestimmtes Gesamtbild entsteht. Und wenn ich jetzt aber meine Farbe verändere oder auch meine Form, dann ändert sich auch langsam das Bild. Es geht gar nicht anders, verstehst du? Ich will nur sagen, dieses System ist. Wir dürfen es nicht wie ein Wesen betrachten, das uns jetzt bekämpft, sondern es ist einfach nur, es spiegelt etwas von uns wider, das da draußen ist. Und wenn uns das nicht gefällt, müssen wir erstmal bei uns anfangen, das zu verändern. Jeder in seinem Bereich. Und wenn das viele tun, dann ändert es sich. Es geht ja gar nicht anders, weil wir haben es ja erschaffen. Also können auch nur wir es ändern. Dadurch, dass es von uns dann geändert wird, ändert sich auch das Außen, so wie innen, so wie außen. Richtig, Ah, richtig. jetzt, das ergibt Sinn. Ich versuche ja immer logisch quasi Ja. die Punkte zu verbinden. Denn ich sehe mich ja momentan, obwohl ich jetzt schon lange dabei bin, als noch am Anfang stehend. Wer jetzt also das Wissen, also das Bewusstseinszeitalter, das ganze Bewusstseinszeitalter nochmal für sich verinnerlichen möchte, wer findet wo vielleicht noch Unterstützung? Gibt es von deiner Seite aus ein Angebot in diesem oder zu diesem Thema? Das wäre sicherlich auch für euch da draußen interessant und mich macht das natürlich auch neugierig. Also ich sage mal so, ich habe ja mittlerweile auch auf meiner neuen Blogseite, reikgave.de, habe ich sehr viele verschiedene Seminare zu unterschiedlichsten Themen ausgearbeitet, allen voran aber jetzt auch das Thema Kinder. Also ich sage mal so, vielen muss erstmal bewusst werden, jungen Eltern, wie sehr sie eigentlich das System dadurch füttern, dass sie ihre Kinder die Kinder in dieses System überführen, beziehungsweise die Muster, die sie selber noch in sich tragen, an ihre Kinder weitergeben. Das heißt, wir müssen also grundsätzlich viele Sachen hinterfragen, wie wir unsere Kinder großziehen, wie Schule und Bildung funktioniert, und wie wir es besser und anders machen können. Und dazu habe ich jetzt in den letzten Monaten sehr viel ausgearbeitet. Und was natürlich auch wichtig ist für Leute, die jetzt gerade einsteigen, es ist wichtig, die Hintergrundgeschichte zu kennen. Das heißt, du musst verstehen, wie diese Gesellschaft, in der wir uns aktuell befinden, eigentlich entstanden ist. Das heißt, die Geschichte ist ja ein Vergleichs- und Bewertungsmaßstab. Und ich rede nicht von der offiziellen Zahlen, Daten, Faktengeschichte, also ZDF, das, was wir aus den Schulbüchern kennen, sondern ich meine wirklich die Ereignisse, die dahinter stehen, die letztendlich, wie du es so schön sagtest, die Punkte miteinander verbinden, weil Zahlen, Daten, Fakten, so wie kennen wir Geschichte, ist langweilig. Das ist auch, da lernen wir nichts aus der Geschichte. Da sind nur irgendwelche Geschichtszahlen, irgendwelche Politiker, Herrscher, bla bla. Wir müssen verstehen, wie Geschichte entsteht, wie sie gemacht wird, wie Prozesse gesteuert werden. Und dazu habe ich ja auch dieses Seminar, die verborgene Weltgeschichte, mal entwickelt, um einfach mal noch ein bisschen tiefer in diesen Kaninchenbau reinzuschauen. Wenn man diesen Hintergrund besser versteht und du weißt, wo wir uns aktuell befinden, Standortbestimmung, dann kannst du auch viel besser abschätzen, wo bestimmte Entwicklungen sich hinentwickeln werden. Also sprich Transhumanismus, wo das hinführen wird, oder besser ich sag mal, eine kosmobiologische Entwicklung für den Menschen. Der Mensch ist ja in seinem Potenzial, ist ja also, ich sag mal, ein oder anders gesagt, viele außerirdische Spezies betrachten den Menschen ja als ein enorm mächtiges Wesen, das leider aber noch nicht verstanden hat, dass es dieses Potenzial in sich trägt. Also von sich selbst ist eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, oder ihm wurde eher suggeriert, dass er einfach nur klein und ohnmächtig ist. Ja. Und davon müssen wir uns lösen. Das können nur wir alleine. Ja. Wir können uns sozusagen, ich sage mal, wir leben im Coaching-Zeitalter. Wir coachen uns gegenseitig aus der Unwissenheit raus. Wir sind jetzt aktuell
am Ende des okkulten Zeitalters. Okkultismus heißt ja verborgen. Wir beginnen jetzt sozusagen in ein neues Bewusstseinszeitalter einzutauchen. Das ist ein Prozess, der geht über Jahrzehnte, dieser Übergang von diesen Zeitaltern. Und wir stehen jetzt sozusagen an der Schwelle zu diesem neuen Bewusstseinszeitalter. Das setzt voraus, dass wir uns also jetzt über diese ganzen Dinge, die ich jetzt hier gesprochen habe, wirklich erstmal Klarheit verschaffen und auch vor allen Dingen unsere eigene Rolle in diesem großen Schöpfungsspiel bewusst machen. Und wie gesagt, wen das näher interessiert, gibt es einmal meine Blogseite. Da kommen regelmäßig neue Sachen dazu, gerade zu diesem ganzen Thema Aufwachprozess, aber auch schon, wie wir es anders und besser machen könnten in Zukunft. Ja, ich habe jetzt einen Schwerpunkt gesetzt auf das Thema Kinder, aber es wird auch noch das Thema Beziehung, Partnerschaft gehen, weil auch dort läuft ja alles Mögliche nicht richtig. Sehen wir ja daran, dass viele junge Paare nicht lange zusammenbleiben können. Und dass einfach Partnerschaften heute nicht mehr die Tiefe entwickeln können, also bei den meisten jedenfalls, wie es vielleicht mal gedacht ist, weil wir einfach kein Wissen haben. Uns fehlt einfach Wissen. Und es gibt genauso, wie es Gesetze für, was weiß ich, Verkehrsregeln gibt, gibt es auch Beziehungsgesetze. Ja, nach denen also, wenn wir die kennen, Partnerschaften, Familienleben oder auch generell zwischenmenschliches Zusammenleben ganz anders funktionieren kann. Und wir müssen eigentlich auch uns darin schulen, weil es ist doch absurd, wenn man überlegt, wir haben für alles haben wir Prüfungen und irgendwelche ja, Führerscheine, die wir machen. Ja? Aber für die wichtigsten Dinge des Lebens, wie gehen wir miteinander um? Also wie finde ich den richtigen Partner? Wie sollte ich idealerweise Kinder begleiten, damit das Genie, was sie ja alle mitbringen, auch bis zum Ende bewahrt bleibt? Also sprich, wenn sie dann selber erwachsen sind. Und das müssen wir lernen. Ja? Da können wir nicht uns auf das verlassen, was uns die Medien suggerieren. Die suggerieren uns einfach genau das, was das System nährt und letztendlich unsere gesamte Lebensweise und unsere ja, Generationenkette, diese Stammeskette zerstört. Ja, wir degenerieren doch auf höchstem Niveau und halten uns gleichzeitig für so fortschrittlich. Und das ist schon die Lüge. Ja, und da müssen wir ansetzen. Und da kann nur jeder bei sich selber ansetzen. Die wichtigste Arbeit, die machen die meisten nämlich noch gar nicht, auch wenn sie demonstrieren gehen oder spazieren gehen, die Arbeit im Bewusstseinsraum. Das ist nämlich die richtig schwere Arbeit. Weil da wirst du dich selber ertappen, was für eigene Muster du noch in dir hast, die dich auch immer wieder zu bestimmten Ängsten bewegen oder auch zu bestimmten Verhaltensweisen bewegen oder auch zu bestimmten Entscheidungen bewegen. Und wenn du merkst, dass dein Leben, so wie es läuft, jetzt momentan nicht das Optimum ist und du dich unwohl fühlst und unzufrieden bist, dann musst du da schauen und nicht im Spiegel außen nach dem Motto, der Spiegel ist jetzt das Übel, sondern wie du sagtest, wie innen so außen. Und das heißt, wie innen, zuerst innen. Und dann außen. Das heißt nicht wie außen so innen. Ja, das Gesetz heißt wie innen so außen. Ja, und ich habe auch so einen schönen Leitsatz für mich, der das auch nochmal auf den Punkt bringt. Der heißt: Der Mensch ist das, was er denkt. Was er denkt, strahlt er aus. Und was er ausstrahlt, das zieht er per Resonanz wieder in sein Leben. Das heißt, ändere Energie dein folgt der Denkmuster. Aufmerksamkeit, ja. Ja, auch. Aber es ist erstmal, du setzt dir Impulse. Du setzt dir Impulse. Und da müssen wir ansetzen. Und das ist dann auch für uns der Einstieg in ein wie auch immer geartetes goldenes, neues Zeitalter, Bewusstseinszeitalter, Aufwachprozess. Wir können es ja nennen, wie wir wollen, aber da wird es hingehen. Nur die Frage ist, wie schnell wird es dahin gehen? Und brauchen wir nochmal eine zusätzliche Leiterfahrung, um uns von diesen okkulten Mustern zu lösen? Das ist ja die große Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Also von meinem Gefühl aus, ich bin sehr zuversichtlich, weil ich dieses Angstgefühl nicht habe. Hin und wieder muss ich sagen, dass es mich mal erwischt. Ja, aber dann weiß ich, sag mal, Thorsten, das ist doch alles Humbug. Warum lässt du dich da wieder einfangen? Es ist alles gut. Ich kann dir noch nicht mal erklären, woher ich diese Zuversicht für mich nehme. Es ist alles gut. Ich spüre das auch die Träume, die ich habe, ja, sind durchweg positiv in die Richtung. Ich würde gerne nochmal ein abschließendes Bild nochmal vermitteln, das auch nochmal zeigt, in einem viel größeren Rahmen, wo wir uns aktuell aus meiner Sicht befinden. Also ich betrachte das, was wir jetzt hier erleben, als ein spirituelles Abhärtetraining. Und das möchte ich gerne nochmal auch durch ein Abbild zeigen, was ich damit meine. Also wenn wir davon ausgehen, vielleicht vor 300, 400 Jahren hatten wir noch eine biologische Zivilisation, also sowas wie eine Agrargesellschaft. Dann kam die jetzige technokratische Zivilisation, wo es also primär darum geht, ich sag mal, das System in den Mittelpunkt zu stellen,
eine Art von Totenkult, ein satanischer Totenkult, den wir gerade erleben dürfen. Das ist vielen nicht bewusst, ich nenne es jetzt aber einfach mal. Und das hat das gesamte Bewusstseinsniveau, hier ist das Bewusstseinsniveau der vorherigen Generation, Zivilisation nach unten gesenkt. Ja? Das heißt also, dieses System hat uns in eine Art von Dämmerzustand oder Schlaf versetzt. Da sind wir jetzt. Wir sind jetzt sozusagen hier am Ende von dieser, also hier ist die Zeitachse, wir sind sozusagen am Ende von diesem System. So, und jetzt steht die Chance im Raum, das globale Erwachen, dass wir in eine kosmobiologische Zivilisation uns hinentwickeln, wo also jetzt im Grunde der Mensch mit seinen biologischen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht, wo es also um die Kultur des Lebens geht. Und das ist im Grunde, wenn man das jetzt mal verfolgt, ist das wie im Sport. Wenn wir Hanteltraining machen, Ausgangsniveau, dann schwächen wir erstmal unsere Struktur. Klar, durch das Hanteltraining alleine wird der Muskel nicht stärker, der wird erstmal schwächer durch das Training. Aber dann kommt die Magie, dann kommt die sogenannte Superkompensation, das Prinzip der Superkompensation. Das heißt, wir geben jetzt dem Muskel, der durch das Training geschwächt wurde, oder in diesem Fall der Zivilisation, die durch diese Einflüsse unbewusster oder in einen Schlafzustand versetzt wurde, einfach Zeit. Und dann entwickelt sich aus sich selbst heraus einzelne Menschen, die dann vielleicht so als Pioniere wirken und wie so ein Keimling den Weg aufzeigen. Und dann passiert die Magie. Dann wächst das Ganze nach und nach raus. Das heißt, auf diese Art und Weise besitzt diese Zivilisation ein wesentlich höheres Bewusstseinsniveau, weil als diese hier, weil sie hat nämlich die Erfahrung der technokratischen Zivilisation mit integriert, was diese hier noch nicht hatte. Und so macht es aus meiner Sicht auch sehr viel Sinn, dass wir gerade durch dieses Höllental gehen mussten, damit wir als gesamte Menschheit in unserem gesamten Kollektiv, wir machen ja eine gesamte Kollektiverfahrung, die wichtig ist, wir müssen diese Erfahrung gemacht haben, damit wir das noch besser wertschätzen können. Und so macht Das das für mich alles Sinn plötzlich. Das ist wie Hanteltraining, nur im kosmischen Maßstab. Die Menschheit klingt wird jetzt logisch. die erfährt jetzt eine Prüfezeit, ist eine Abschlussprüfezeit, wo geschaut wird, inwieweit sie in der Lage ist, auch sich unter diesen widrigen Umständen wieder auf den Schöpfer auszurichten. Wir sind ja in einer absolut gottlosen, sinnlosen, momentan, gerade in der westlichen Welt, Zivilisation gelandet. Und trotzdem hat jeder in uns diesen göttlichen Funken. Und wenn wir es schaffen, uns trotz dieser ganzen anderen, dieses materialistisch-atheistische und was uns alles erzählt wird, uns auf uns zu besinnen, da wo kaum einer hingeschaut hat, raus aus dieser ganzen Ablenkung, die uns im Außen immer suggeriert wird, wieder nach innen schaut, dann haben wir den Weg, den wir gehen müssen. Und wenn das mehr Menschen tun, gibt es nichts und niemanden, der den Menschen aufhalten kann. Und am Ende wird alles gut. Das ist ein sehr schönes Schlusswort von dir. Das passt hervorragend. Vielen herzlichen Dank, lieber Raigabe, dass du heute für mich Zeit hast und dieses wirklich tolle Interview mit mir geführt hast hier oder ich mit dir führen durfte. Ja, also dann gehen wir doch wieder in die Schule der Spiritualität und werden uns dort trimmen, um tatsächlich dann auch ins kosmologische Bewusstsein ja, aufsteigen zu können. Also für mich sind das zuversichtliche, tolle Aussichten und ich freue mich. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Und ja, für euch da draußen bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Anschauen. Bitte abonniert diesen Kanal, selbstverständlich auch den Notfallkanal auf Odyssee. Und ja, bis zum nächsten Mal. Heil und Segen. Vielen Dank.